Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lichtblicke, das Magazin für Lebensfragen. Heute dreht sich in unserer Sendung alles um das Thema Musik und Gesang und um die Frage, warum Singen gesund ist. Singen ist auf alle Fälle eine der ältesten Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen und die Stimme gilt als Spiegelbild unserer Seele. Mit ihr reden, schreien, flüstern und singen wir. Unendlich viele Töne lassen sich der Stimme entnehmen. Und dass Singen der Seele gut tut, das weiß auch unser Studiogast. Im Studio begrüße ich ganz herzlich Jürgen Steinbach. Sie sind Pfarrer, Kur- und Klinikseelsorger in Bad Rappenau und singen mit den Patienten. Wer kommt denn da eigentlich zu Ihnen? Also wir sind in der Kur- und Klinikseelsorge zuständig für 6 Kureinrichtungen, Reha-Kliniken, die verschiedene Schwerpunkte haben. Deshalb sind auch die Leute, die kommen, ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Vom Lebensalter her würde ich sagen zwischen 25 und 80. Also wir haben geriatrische Einrichtungen, orthopädische Einrichtungen, Reha nach einem onkologischen Befund, Schmerztherapie wird angeboten. Auch einen inneren Bereich gibt es, also für innere Medizin. Das heißt, so im Wesentlichen, ja. Ja, das heißt, es sind alle möglichen Krankheiten und Wehwehchen vertreten. Und allen tut ja offenbar das Singen gut. Oder warum bieten Sie so etwas an? Also die Menschen, die in die Reha kommen, die erleben natürlich mal, dass alles anders ist wie zu Hause. Angefangen vom Essen über Tagesablauf, man ist wirklich eingespannt in einen festen Rhythmus. Und diejenigen, die von ihrer Kirchengemeinde her das gewohnt sind, zum Beispiel Gottesdienst zu gehen, in Andachten zu singen, im Chor zum Beispiel, die vermissen das. Ja. Das heißt, wir bieten ihnen das an, als eine Möglichkeit, einfach ihren Glauben auch da weiterzuleben, unter diesen Bedingungen. Aber es sind ja nicht alle, die jetzt in einer Klinik oder einen Kuraufenthalt machen, gläubig. Können Sie damit auch andere ansprechen, die sagen, Mensch, ich probiere das mal aus, ich mache da mit? Wie ist das? Also es gibt immer mal wieder welche, die da reinschnuppern und die dann merken, das ist was für mich oder nicht. Ja, die dann mit den Texten nichts anfangen können oder mit den Melodien. Das ist aber eher die Ausnahme. Also die kommen, bleiben in der Regel auch, aber es sind in der Regel tatsächlich Leute, die so eine kirchliche Sozialisation haben. Mhm. Ja. Jetzt habe ich eben verstanden, was Sie gesagt haben. Die Menschen oder die Patienten sind zwischen 25 und durchaus auch 80 Jahre alt. Das ist ja eigentlich ganz interessant, ne? Dass sozusagen so unterschiedliche Menschen auch gemeinsam singen. Ja, erstaunlich. Die lassen sich einfach über das Thema einladen. Also da geht es nicht um Alter oder was man kann oder so, sondern Leute, die Lust haben, die kommen dahin. Ja. Mhm. Und das ist eine ganz schöne Erfahrung, auch wenn die Jüngere und Ältere zusammen Musik machen. Ja. Das ist natürlich jetzt gleich auch die nächste Frage. Die kommen dahin, sie singen. Warum bieten Sie das denn überhaupt an? Mhm. Ist das jetzt nur eine Freizeitbeschäftigung oder ja, was ist Ihr Grund dafür? Also letztendlich ist es so, es gibt ein ganz festes Programm in der Reha und es ist tatsächlich in der Freizeit, also von der Reha abgesehen. Wir sehen natürlich das auch als eine Reha, als ein Angebot für Reha-Patienten, weil ja eben weil Singen gut tut. Also einmal dieses Gefühl zu haben, das, was ich zu Hause mache, kann ich da auch machen. Ich muss nicht alles aufgeben. Und in der Reha ist so, viele erleben doch auch sich selber als defizitär und sehen, bestimmte Dinge kann ich vielleicht nicht mehr so machen, wie ich das möchte. Oder wir fürchten, sie könnten es nicht mehr tun, wie es Dinge tun, die früher sie getan haben. Und das Singen, das gibt nochmal so eine Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja? Und um das zu stärken, fördern und um das anzubieten als Möglichkeit. Mhm. Ja. Herr Steinbach, im Grunde ist die wohltuende Wirkung der Musik ja sogar schon seit den biblischen Zeiten bekannt. Liebe Zuschauer, vielleicht kennen Sie die Geschichte von dem Hirtenjungen David, dem späteren König von Israel. Als Hirtenjunge lebte er am Hof von König Saul. Der litt, heute würde man sagen, an Depressionen und nichts konnte ihn aufheitern. Nur der Hirtenjunge David schaffte das, indem er dem König Saul Lieder auf der Harfe vorspielte. Eine Geschichte, die sich auf die heutige Zeit übertragen lässt. Wir haben einen Film gedreht über einen Chorleiter, der mit Gesang und Musik beschwingt durch den Alltag geht und andere damit aufheitern kann.
Am Klavier noch ein Gospelsong, bevor es zur Chorprobe nach Heidelberg geht. Der Chorleiter Thomas Haas stimmt sich schon mal ein. Eigentlich ist er ja Rechtsanwalt für Arbeits- und Verkehrsrecht. Außerdem Familienvater von 3 Kindern und entsprechend eingespannt. Aber eins lässt er sich nicht nehmen: die Musik und das Singen. Seit vielen Jahren leitet er ehrenamtlich einen Chor in Heidelberg. Ich könnte es mir nicht wegdenken aus meinem Leben. Ja, es ist für mich ein unverzichtbarer Teil in ganz vielfältiger Weise, muss ich sagen. Also einmal jetzt natürlich als Ausgleich zum Beruf, aber vor allem auch, weil das für mich ein Ventil ist, um Gefühle zu empfangen und Gefühle auszudrücken. Also beides ist mir schon sehr, sehr oft widerfahren und hat für mich einfach Musik zu was ganz Unverzichtbarem gemacht. Seit seiner Kindheit musiziert er, spielt Klavier und hat in verschiedenen Chören mitgesungen. Für ihn war es ganz selbstverständlich, dass er nach seinem Studium einen Chor in Heidelberg gründet, zusammen mit seiner Frau. Weil er an Gott glaubt, war für ihn sehr schnell klar, dass es ein Gospelchor sein soll. Spirit of Joy heißt der Chor. Im Gemeindehaus einer Kirchengemeinde treffen sich die Mitglieder jeden Sonntagabend. Dabei sind nicht alle religiös. Es sind eigentlich alle und der eine mehr, der andere weniger. Auch vielleicht auf der Suche nach Antworten zu bestimmten Fragen. Und ich will gar nicht, dass das ein Chor ist, nur für diejenigen, die schon sagen, das ist mein Glaube, den ich jetzt dadurch zum Ausdruck bringen kann, sondern es sollen sich genauso die eingeladen fühlen, die vielleicht dadurch einen Zugang zum Glauben finden. Thomas Haas ist im wahrsten Sinne des Wortes positiv eingestimmt aufs Leben. Nicht nur durch den Glauben. Dass auch der Sound der Musik heilsam ist und Einfluss auf seinen Alltag hat, hat er selbst erfahren. Durch die Musik und vor allem auch durch das Singen kann er Krisen besser meistern. Wenn ich Musik höre oder Musik mache und merke, wie gut mir das tut und wie mir das auch in schweren Situationen helfen kann oder auch fröhliche und glückliche Situationen noch fröhlicher und glücklicher macht, weil ansonsten noch was fehlt, wenn Musik nicht dabei ist. Ja? Und auf der anderen Seite, man merkt das auch hier in den Chorproben, wie sehr man damit Leute anstecken kann, wie sehr man damit auch Leuten helfen kann. Egal, ob man nun gut singen kann oder nicht, singen hilft, sagt Thomas Haas. Singen macht freier. Es erleichtert die Seele bei Trauer, Schmerz und anderen Problemen. Gerade da, wo im Alltag Worte fehlen. Das wirkt befreiend auf ihn und auch auf seine Chormitglieder wirkt sich das Singen positiv aus. Da kommt ja auch das Feedback von den Leuten, die sagen, oh, ich bin hierher gekommen, mir ging es wirklich nicht gut und ich bin ganz, ganz, ganz bedrückt. Und jetzt gehe ich hier ganz beseelt und ganz beflügelt wieder raus. Und daneben fördert der Chor auch noch die Gemeinschaft. Durch das gemeinsame Singen ist man nicht allein und es entsteht eine Verbundenheit untereinander. Im Chor hat man den Eindruck, dass das potenziert sich alles und das vervielfältigt sich dadurch, dass man zusammen singt. Und das ist ganz, ganz beeindruckend und bereichernd, dann auf einmal so einen Akkord zu hören, zu merken, wie die Stimmen zusammenklingen. Und da läuft einem eine Gänsehaut, da kriegt man Gänsehaut, da läuft einem Schauder über den Rücken. Ja. Für Thomas Haas sind das die Momente, wo er merkt, Singen verleiht Flügel. Und das tut Körper, Geist und Seele gut. Ja, Herr Steinbach, Singen tut Körper, Geist und Seele gut. Inwieweit wirkt denn der Gesang befreiend? Also ich erlebe relativ häufig, dass die ersten Patienten, die kommen zu so einem Singabend zum Beispiel, dass die sagen, ich kann eigentlich gar nicht singen. Dabei sind sie ja extra gekommen, ja. Also fragt man sich ja, wie hängt das zusammen? Und meistens ist es dann so, dass diejenigen sind, die eigentlich am kräftigsten singen oder am lautesten, am vergnügtesten dabei sind. Ja. Weil sie merken, es geht jetzt auch nicht um was Bestimmtes richtig zu machen, richtig zu singen, die richtigen Töne zu treffen, sondern es geht einfach darum, Lust am Singen zu haben und das zu tun, wonach einem gerade ist. Ja. Und sobald sie das merken, habe ich das Gefühl, es ist auch die Rückmeldung dann im Anschluss, es löst sich was. Mhm. Ja, es löst sich tatsächlich was. Es gibt auch Leute, die sagen, ich hatte eigentlich gar keine Lust zu kommen. Ich bin zwar angesprochen worden von meiner Tischnachbarin, komm, wir gehen da heute Abend hin. Aber ich habe gedacht, nee, irgendwie mir ist nicht so. Ja. Aber jetzt geht es mir besser. Also Leute merken selber, es ist ein Unterschied. Ja, in so einer Klinik, wo jemand vielleicht eine Hüftprothese bekommen hat, der kann ja trotzdem singen, der kann vielleicht im Moment nicht gut laufen, aber der Körper, den kann er als Klangraum wahrnehmen, oder wie sehen Sie das? Genau so, also wenn man sich selber als eingeschränkt erlebt, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie man es eigentlich gern hätte, ist für viele eigentlich der Gesang und der Körper, wenn man singt, erleben die ihn so, dass sie empfinden,
ich kann singen. Mhm. Also es geht nicht darum, richtige, falsche Töne zu singen, sondern ich habe Lust dazu und ich bringe tatsächlich Töne hervor. Ich kann einen Klangraum entwickeln. Mhm. Ich spüre in meinem Körper was. Mhm. Ja? Und das macht Spaß. Genau. Mhm. Genau. Ja. Ja. Wenn wir schon bei dem Thema sind, manchmal werden ja bei Castingshows Leute auch ganz fies runtergezogen, die auch Spaß am Singen haben und dann heißt es hinterher, nee, also das geht schon mal gar nicht. Was sagen Sie denn dazu? Also ich merke, dass oft Leute mit so einem Schamgefühl kommen ja, und sagen, eigentlich hat mir das ausgetrieben, das Singen, aber ich probiere es jetzt nochmals, wo ich in Reha bin, wo sowieso vieles anders ist. Versuche ich nochmal was Neues und gucke, ob ich nicht da doch irgendwie rankomme, weil eigentlich gefällt mir das. Ja, und wenn es so eine Atmosphäre gibt, dass die anderen da auch mitmachen, die mit dabei sind und die eben nicht drauf gucken, oh je, wie singt der denn oder wie singt die denn, dann löst sich da auch sowas auf. Also was man jetzt jahrelang mit sich rumschleppt, so ein Schamgefühl, das löst sich nicht innerhalb von einer Viertelstunde auf, aber es tut sich was. Also das kann man beobachten regelrecht. Mhm. Ja. Abschließende Frage. Was bedeutet Ihnen selbst denn Musik und Gesang? Also ich selber singe relativ viel, vor allem im Auto, sehr laut. wenn ich abends vergesse, also den Regler runterzudrehen, erschrecken dann meine Kinder, wenn sie nächsten Tag mit mir fahren, okay, weil sie sagen, Papa, wie kannst du nur so laut singen? Da ist es mir auch gar nicht so wichtig, die Töne nachzusingen. Ich höre am liebsten eigentlich Jazzmusik, Brassmusik, Big Band, sowas, wo ich gern dazwischen singe. Ja, also so versuche, die Akkorde noch auszudehnen. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Das ist was mir wahnsinnigen Spaß macht. Ja, ich singe auch seit kurzem eigentlich im Chor, immer so projektmäßig, und erlebe da, wie euphorisierend sowas ist. Also hinterher ist man regelrecht high. Das geht nicht nur mir so, geht ja auch anderen so, wo ich das Gefühl habe, boah, das ist wie elektrisiert, ja, beinahe. Ja, Herr Steinmach, das sind jetzt richtig schöne Schlussworte. Wir könnten da sicherlich noch viel mehr drüber reden und plaudern. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio gewesen sind. Und ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles Gute und natürlich viel Kraft. Und dass Ihnen alles gelingt, was Sie möchten. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, singen tut der Seele gut. Und über 3 Millionen Menschen singen in Deutschland in Chören. Vielleicht haben Sie jetzt ja auch Lust bekommen, in einem Chor zu singen. Ich würde mich freuen. Sollten Sie andere Sorgen und Nöte haben und Ihnen gar nicht nach Singen zumute sein, dann finden Sie auf der Homepage der Kirche unter www.ekiba.de viele Informationen in der Rubrik Seelsorge, Beratung, Hilfe. Gern können Sie Ihren Pfarrer vor Ort ansprechen oder ganz anonym und unkompliziert bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 anrufen. Das war's auch schon von Lichtblicke, das Magazin voll Lebensfragen. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, eine gute Zeit. Schön, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Tschüss.